gucken, ob der so da reinpasst. Okay, ich habe keine Buchpakete. Stimmt, wo sind denn Pakete? Hallo. Ja, warte. Du bist so stark, super. Hey, wo ist das? Super. Noch mehr. Guck doch mal, was du noch da hast. Und, halt mal. Also, es wäre eine gute Idee bei dem schönen Wetter, dass die ganze Zeit in der Bude hocken. Sehr schön. Ganz wichtig. Also manchmal also muss man schon wirklich mal tatsächlich gucken, wie man wirklich da unten kommt. Besonders, weil sie jetzt auch zu Hause sind. Weil sonst haben sie ja immer das kostenlose Essen in der Schule, halt auch in der Arche mit, beziehungsweise ja auch im Kindergarten mit. Und von daher, das ist eigentlich immer schon ganz wichtig. Na, die soziale Isolation wird ja immer größer. Die Kinder sind völlig unzufrieden, dass sie nicht zu ihren Freunden können. Die Luft wird natürlich auch ein bisschen dünner zu Hause. Den Eltern geht die Ideen aus, was sie mit ihren Kindern machen können. Die haben keinen Vorgarten, wo sie rausgehen können. Vielleicht einen Balkon, aber da dürfen sie auch nicht zu laut sein, weil die Nachbarn natürlich auch nicht so glücklich sind. Alles ist ein bisschen beengt und ein bisschen komisch für die meisten Familien.